Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wow, da vorne steht eine Pyramide. Und da stehen zwei Kamele. Mira, da bist du ja. Endlich, ich habe schon auf dich gewartet. Hallo, wer bist du denn? Ich bin Marek und ich brauche dringend deine Hilfe, Mira. Oh, und bei was brauchst du meine Hilfe? Diese Pyramide gehört schon seit Jahrhunderten meiner Familie und ich muss endlich den Schatz des Pharaos finden, sonst habe ich kein Geld mehr. Oh, klar helfe ich dir. Das ist toll, Mira. Dann komm, wir gehen auf Schatzsuche. Schatzsuche! Toll! Zuerst müssen wir reinkommen. Aber hier ist keine Tür. In der Pyramide gibt es viele Geheimgänge und das hier ist der erste. So, jetzt können wir rein. Ein Teil der Wand ist draußen. Sowas brauche ich zu Hause auch. In der Pyramide gibt es sehr viele Geheimgänge, also bleib immer in meiner Nähe. Okay. So, jetzt sind wir im ersten Stock der Pyramide. Wow, diese ganzen Wandbilder. Schau mal, von diesen kleinen Figuren gibt es jede Menge hier. Das ist so etwas wie unser Wappenzeichen bei einer Burg. Toll, aber die auf der Wand, die schauen alle in die andere Richtung. Du hast recht, Mira. Komm, den richten wir mal richtig her. So. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Um Himmels Willen, Mira! Ein Geheimgang! Mira, hörst du mich? Alles gut? Wow, das ist ja wie ein Labyrinth hier unten. Ich gehe mal nach links. Mira, Mira, wo bist du? Mira, oh Mann, ich gehe einfach mal rechts lang. Hier geht's nicht weiter. Das heißt, das hier muss irgendwie eine Geheimtür sein. Aber wie geht die bloß auf? Ah, da ist wieder so eine Figur. Vielleicht muss ich an der drehen? Nee, die bewegt sich keinen Millimeter. Vielleicht muss ich mit dem was machen. Ja, vielleicht mit dieser Art Axt. Da ist auch so eine kleine Rille. Vielleicht muss ich die da reinlegen. So. Juhu, es hat funktioniert. Oh, eine magische Treppe. Hier muss irgendwo der Schalter dazu sein. Ah ja, hier. Mist, eine falsche Stufe. Gleich nochmals von vorne. Oh, das sieht aus wie so eine Drehtür aus meinem Bilderbuch. Und in meinem Bilderbuch ist an der Wand irgendwo ein Knopf. Ja, sie bewegt sich. Ich bin in der Grabkammer. Wie das hier alles glänzt und glitzert. Toll. Mira, Mira, wo bist du? Oh, was ist denn das? Das wird doch nicht etwa die große mysteriöse Drehtür sein, von der mir meine Urgroßmutter immer erzählt hat. Nichts wie rein da. Ich bin in der Grabkammer. Marek, da bist du ja endlich. Guck mal, was ich gefunden habe. Mira, du bist
Genial! Meinst du, in diesem Fakusat ist noch eine Mumie drin? Das werden wir gleich mal nachsehen. Tatsächlich, sie ist noch drin. Und wie gut sie noch erhalten ist. Wow, eine echte Mumie. Ich bin gerettet. Vielen, vielen Dank, Mira. Das habe ich alles nur dir zu verdanken. Bitte. Und wenn du wieder mal Hilfe brauchst beim Schatz suchen, das merke ich, dann kannst du mich gerne holen. Und jetzt kriegst du noch eine tolle Belohnung. Kamelreiten macht echt Spaß. Mira, Mira, aufstehen. Was? Wo bin ich? Wo ist der ganze Sand? Mira, du bist da im Zimmer. Komm, aufstehen. Oh, das ist ja gar kein Kamel. Es ist ja mein Bett. Ich habe geträumt, dass ich in Ägypten war und ich habe den Schatz des Pharaos gefunden. Wow, toll. Dann findest du sicher auch in deinem Riesenchaos hier jetzt deine Kindergartentasche. Ich bin schon wieder am Schlafen. Ja, das war klar. Komm bitte gleich runter zum Frühstück. Wir hoffen, dir hat unser Video gefallen. Wenn ja, lass doch gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.